Benedict fühlt sich immer mehr ausgeschlossen. Davids Angebot an Vivian stößt bei Tobias nicht gerade auf Begeisterung. Die schwelenden Spannungen bei Huber Bau werden von Benedicts Geburtstag verdrängt, bis er entdeckt, wie wenig seine Meinung mittlerweile zählt. David ist erleichtert, als sein ungewöhnliches Angebot Vivian nicht abschreckt. Tobias findet es aber gar nicht lustig. Easy im Glück. Seine heimlichen Britta-Fotos bescheren ihm einen unerwarteten Geldsegen. Hätte er da nur nicht das ungute Gefühl, dass Britta daran auch teilhaben sollte? Vom Erfolgserlebnis beflügelt, verplant Easy, Lars Steinhöfel, das Geld für sich und seine Familie.